Fast wie ein Staatsgast wird das erste Bad Homburger Whisky-Fass von Feinkosthändler Oliver Riemann herbeigesehnt. Er hatte nämlich die Idee, dass die Genießerstadt Bad Homburg einen eigenen Whisky braucht. Heute Mittag kam er von der Brennerei aus Abergen ins Homburger Schloss. Wahrlich ein historischer Vorgang. Ich meine, wir sprechen hier von einer Rarität. Also das gab es noch nie. Es gab noch nie einen Bad Homburger Whisky. Es gab noch nie einen Whisky, der im Schlosskeller gelagert wurde. Und allein schon durch diese Dreifach-Fasslagerung ist es eine absolute Rarität und es wird halt nur 260 bis 270 Flaschen davon geben. Dem Empfangskomitee mit Oberbürgermeister Alexander Hettjes und Schlossverwalterin Kirsten Worms gebührt natürlich der erste Schluck. 63% Alkohol pur genossen. Ja, ist köstlich. Natürlich ist beim neuen Whisky aus Bad Homburg ein bisschen Marketing für die Stadt dabei. Ja, es ist eine schöne Sache. Herr Riemann ist ja sehr innovativ, was Bad Homburger Produkte betrifft. Und von daher ist das eine schöne Ergänzung des Bestandes an angebotenen Bad Homburger Köstlichkeiten. Einige Stunden zuvor war Oliver Riemann noch in Abergen bei der Brennerei Höhler. Dort hat er in langen, intensiven Fachgesprächen den für Bad Homburg passenden Whisky zu finden versucht. Also das ist vielleicht der beste Whisky, den wir haben. Okay. Wer Rauch mag. Ja, bei den Rauchigen bin ich ja immer so ein bisschen außen davor. Dann halt nicht. Also ab in die Brennerei von Holger Höhler. Dort wird noch ein bisschen erklärt und weiter gefachsimpelt. Dann schließlich hat man sich auf einen bestimmten Whisky geeinigt. Jetzt haben wir lange diskutiert, wie wir das mit dem Bad Homburger Whisky machen. Jetzt haben wir die Möglichkeiten, jetzt machen wir es. Und es gibt einen tollen Whisky, der dahin geht. Der war jetzt schon ist jetzt im dritten Fass. Und kommt jetzt an den dritten Lagerort. Das habe ganz wenige Whiskys. Tatsächlich ist der ausgewählte Whisky schon 7 Jahre alt und kommt jetzt fürs sogenannte Finish 1 Jahr lang in den Bad Homburger Schlosskeller, der mit seiner Trockenheit der ideale Standort fürs Whiskyfass sein soll. Wir hatten tatsächlich das große Glück, dass wir über die richtigen Kanäle an die richtigen Personen gekommen sind, die uns das wirklich gestattet haben. Weil ich glaube jetzt nicht, dass jeder kommen kann und sagen, oh, ich möchte mal was bei euch in den Keller legen. Und da haben wir wirklich Glück, ja, dass die Bad Homburger da die Schlossverwaltung mitgespielt hat. Zurück im Bad Homburger Schloss. Dort wird das Fass jetzt runter in die altehrwürdigen Katakomben verbracht. Keine leichte Aufgabe für die Brennermänner aus der Destillerie. Anstrengend, ja, aber besser als gedacht. Es ist die letzte Lagerstätte für den Whisky, ehe er ausgeliefert wird. Ja, toll. Also wir haben ja, das war ja jetzt gut 2 Jahre Vorbereitungszeit. Und ja, jetzt steht's da. Wer hätte das gedacht? Dankeschön. Da kann man mal spontan applaudieren. Applaus also für die neueste Attraktion der Kurstadt, den Bad Homburger Single Malt Whisky aus der Schlossgruft.